Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Smart Home Assistent. Im September hat Amazon neue Geräte vorgestellt, unter anderem auch neue Smart Speaker. Der Echo Dot hat eine neue Generation bekommen, den gibt es jetzt in der 5. Generation. Der Echo ist in seiner 4. Generation bisher so geblieben. Wir haben uns die neuen Geräte bestellt und wollen natürlich jetzt einmal zusammen schauen, was sich hier verändert hat. Echo Dot Kids, jetzt auch erstmalig in Deutschland, ganz interessant. Wir sprechen natürlich über die Veränderungen, über den Sound, weil das ja beim neuen Echo Dot verändert wurde, also besser sein soll. Was sich sonst noch so alles verändert hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, ich würde sagen, wir beginnen als allererstes mal mit den optischen Veränderungen. Da sieht man direkt, dass man eigentlich gar nicht so viel sieht, denn wenn ihr euch jetzt mal anschaut, das hier ist ein Echo Dot 4, das hier ist ein Echo Dot Kids, also auch 4. Generation, aber das war damals der aus den USA importierte. Das hier ist ein Echo Dot mit Uhr der 5. Generation und das ist der Echo Dot Kids, der 9. Generation aus Deutschland. Und wenn ihr das mal so seht, vom Größenvergleich her, tut sich da tatsächlich eigentlich gar nichts. Die sind alle im gleichen Formfaktor geblieben. Einfach nur mal so im Vergleich dazu. Der Echo der 4. Generation natürlich deutlich größer. So, die wieder mal beiseite gepackt und dann nehmen wir mal die beiden hier. Ihr seht, dass es an der Oberseite eigentlich keine Veränderungen gibt. Da habt ihr immer noch die gleichen Tasten, lauter, leiser, Mikrofon, stumm und die Aktionstaste. Auf der Unterseite hat sich auch nichts getan. Und auf der Rückseite, da sieht man jetzt eine Veränderung. Und zwar gibt es beim Echo Dot der 4. Generation hier noch einen Klinkeanschluss neben dem Stromanschluss. Der ist jetzt hier in der 5. Generation weggefallen. Genauso ist es hier hinten beim Echo Dot Kids. Auch hier gibt es auf der Rückseite nur noch den Stromanschluss, nichts mehr mit Klinke. Dann hat sich natürlich einiges im Inneren getan. Und zwar fangen wir mal damit an, dass der Echo Dot ja jetzt auch in einer Variante, oder den gab es immer schon in einer Variante als Echo Dot mit Uhr. Gibt es jetzt auch wieder den Echo Dot 5, gibt es auch als Variante mit Uhr. Und hier vorne hat sich das Display insofern verändert, dass das jetzt einfach mehr Informationen anzeigen kann. Vorher war es halt nur die Uhrzeit und auch Wetter, also dass da wurde die Temperatur in Grad angezeigt, wenn man nach dem Wetter gefragt hat. Jetzt gibt es da ein bisschen mehr Darstellung, auch beim Wetter, so Wolkensymbole oder auch die Möglichkeit, dass man jetzt hier zum Beispiel auch Songtexte angezeigt bekommen kann, wenn man zum Beispiel Musik streamt über Spotify oder sonstige Streamingdienste, wird hier halt auch der Songtext vorne angezeigt. Ansonsten wurden die neuen Echo Dots der 5. Generation jetzt auch mit einem Temperatursensor ausgestattet. Im Echo hier gab es den schon, das heißt, ihr könnt jetzt zum einen die Temperatur über dieses Gerät in der Alexa-App auslesen lassen. Und das Ganze dann natürlich auch in Automation verwenden, sodass zum Beispiel ein Ventilator automatisch angeht mit einer smarten Steckdose, wenn die Temperatur eine gewisse Grenze überschreitet oder umgekehrt unterschreitet, dann ein Heizlüfter angeht, ein smarter. Das wurde jetzt hier integriert und gleichzeitig gibt es einen Beschleunigungssensor, der hauptsächlich für diese Tab-Steuerung genutzt werden kann. Wenn ihr zum Beispiel die Musik pausieren wollt, macht ihr einmal so, oder wenn ihr morgens euch einen Wecker gestellt habt, dann könnt ihr hier einmal durch Tappen schlummern. So, das sind einmal so die Dinge von außen und von innen. Ich blende euch hier natürlich nochmal Bilder über, wie das mit dem Display beim Echo Dot mit Uhr in der alten und in der neunten Variante aussieht. So richtig krass, doll verändert hat sich das meiner Meinung nach nicht. Klar, es werden mehr Informationen dargestellt, aber es ist jetzt nichts Bahnbrechendes, würde ich sagen. Was natürlich wirklich wichtig und interessant ist, ist, wie das Ganze klingt. Hier hat man jetzt gesagt von Amazon auch auf dem Event, dass das Ganze doppelt so viel Bass haben soll. Beim Echo Dot Kids, falls sich das einige fragen, was jetzt hier die Unterschiede zwischen so einem Echo Dot Kids und einem Echo Dot 5 sind, außer dass er ganz offensichtlich hier in dieser Variante als Drache kommt. Und dann gibt es den auch nochmal, den habe ich noch gar nicht ausgepackt. Machen wir mal ein Mini-Unboxing. So sieht das immer aus, wenn die Geräte geliefert werden. Ne? Einmal das Netzteil einer Seite und hier dann der Echo. Und so mit einer kleinen Eule ist das auch ganz cool. Nur als Side-Fact, diesen gibt es ja in den USA, den Echo Dot 4 als Tiger und auch als Panda. Die funktionierten eine Zeit lang in Deutschland nicht, weil halt dann Amazon Kids verwendet werden musste. Jetzt kann man auch den hier wieder verwenden, wenn ihr irgendwann den euch mal importiert habt, dann könnt ihr den jetzt auch wieder verwenden. Ansonsten gibt es hier jetzt rein technisch insofern keine Unterschiede, dass die schon den gleichen Lautsprecher verbaut haben. Wenn man sich die Detailseite anguckt, da ist da alles gleich. Auch der Temperatursensor ist hier gleich drin und diese Tab-Steuerung. Was jetzt hier anders ist, ist eben in Deutschland ist jetzt auch gestartet Amazon Kids. Und das ist eben etwas, was euren Echo sicherer machen soll für die Nutzung von Kindern.
Klar, hier sieht das Ganze auch noch im Kinderdesign schicker aus, aber hier ist dann quasi Amazon Kids schon vorinstalliert. Amazon Kids könnt ihr auf jedem Echo-Gerät installieren. Auch auf diesem, auf einem Echo Show 15, egal welchem, ihr könnt das da aktivieren und das Gerät so kindersicher machen. Auf dem Echo Dot Kids ist es aber schon vorinstalliert und kommt halt durch den Kauf mit einem Jahr Amazon Kids Plus noch dazu. Habt ihr dann also ein Jahr kostenfrei, wenn ihr das hierauf installiert und Amazon Kids Plus Kosten nutzen wollt, müsst ihr da halt als Prime-Kunde 4,99 und als Nicht-Prime-Kunde 7,99 pro Monat bezahlen. Gleichzeitig habt ihr hier eine erweiterte Garantie. Dieses Gerät könnt ihr, wenn es kaputt geht, innerhalb der 2 Jahre nach dem Kauf problemlos einschicken und kriegt einfach neues. Hier sind es 90 Tage Rückgaberecht, wenn da irgendwas mit ist. Hier also erweitert, weil es ja für Kinder gedacht ist, wenn das also mal runterfällt und kaputt geht, habt ihr hier eine erweiterte Garantie drauf. Ansonsten gibt es da keine so großen Unterschiede. Was jetzt natürlich die meisten wahrscheinlich interessiert, ist der Klang. Und darüber sprechen wir einfach direkt mal im nächsten Part. Natürlich möchte ich euch, um euch ein bisschen was über den Klang zu sagen, euch Klangbeispiele zeigen. Das mache ich jetzt auch direkt. Denkt bitte daran, dass ich das hier mit einem Mikrofon aufnehme. Das geht über YouTube in eure Lautsprecher, über Kopfhörer, wie auch immer. Wird also nie so klingen, wie ich das hier in Real höre. Ich werde was dazu sagen gleich, aber jetzt zeige ich euch mal ein paar Klangbeispiele. Vergleich Echo Dot Kids, Echo Dot 5, Echo 4, einfach damit ihr da mal so ganz grob einen Eindruck von bekommt. Ja, ich hoffe, das ist bei euch jetzt so einigermaßen rübergekommen. Für mich merkt man ganz deutlich einen Unterschied bei der 5. Generation des Echo Dots. Der Bass ist definitiv verbessert worden. Ob es jetzt doppelt so starker Bass ist wie vorher, das kann ich jetzt so nicht genau sagen, aber man merkt definitiv einen Unterschied. Generell finde ich, dass der Klang der Musik, aber auch von der Sprachausgabe generell etwas klarer, etwas satter ist. Also definitiv eine klangliche Verbesserung. Wenn das das Hauptkriterium ist, weswegen ihr euch überlegt, den zu kaufen, kann ich euch sagen, ja, der Echo Dot, klar, das ist ein kleines Teil, der hatte nie so einen richtig coolen Klang. Das ist jetzt hier einfach verbessert worden. Der Bass ist deutlich besser, alles ein bisschen klarer. Der Echo der 4. Generation klingt immer noch besser. Klar, der ist aber auch deutlich größer, hat hier natürlich mehr Klangraum. Wenn ihr euch also fragt, ob jetzt der Echo Dot 5 einen Echo so ersetzen kann, nee, das würde ich immer noch nicht sagen. Dafür ist hier einfach noch ein bisschen mehr an Wumms, der da rauskommt. Aber eine Verbesserung ist hier definitiv da bei den neuen Echo Dots. Ich denke mal, mehr braucht man zum Sound dann auch gar nicht zu sagen. Und dann fassen wir alles nochmal im Fazit zusammen. Ja, die neue Generation des Echo Dots bringt viele neue technische Features mit sich. Das heißt, ihr habt jetzt auch einen Temperatursensor, ihr habt hier diese Tab-Steuerung und einen verbesserten Klang, der, wie das Klangbeispiel eben gezeigt hat, auch wirklich hörbar besser ist. Besserer Bass, klarere Stimmen, gefällt mir also wirklich besser. Echo Dot Kids einfach auch nochmal als eine niedliche Variante für Kinder. Optisch deutlicher Unterschied, klingt gleich wie der Echo Dot der 5. Generation. Große Unterschiede ist halt, dass hier Amazon Kids Plus ein Jahr schon vorab mit dabei ist und dass ihr hier eine erweiterte Garantie habt. Ich denke mal, das ist eigentlich alles, was ihr zu den neuen Echo Dots wissen müsst. Wir haben auch den neuen Echo Studio in der weißen Variante. Dazu gibt es hier auch nochmal ein Video. Falls euch das interessiert, gerne den Kanal abonnieren. Da sprechen wir dann auch nochmal, ob es hier irgendwelche Neuerungen zum Echo Studio der vorherigen Generation in Weiß gibt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum Echo Dot mit Uhr, Echo Dot Kids, dann gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Facebook Smart Speaker Gruppe, da könnt ihr euch auch mit ein paar tausend Nutzern austauschen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.